Ich weiss nicht, wie es bei Ihnen war mit den Fliegen diesen Sommer. Aber dort, wo ich wohne, war es eine unheimliche Plage. Es rächt sich auch, wenn man den Kompost in der Küche hat. jetzt was tun, oder? Da bietet einem also der gängige Markt bietet einem so etwas an. Fliegen klatschen, mit dem kann man also auf die Jagd gehen. Das ist an sich gut gemacht. Aber ein kleiner Kunstfehler ist aus Kunststoff, Plastik, PVC, was immer. Mit anderen Worten, das ist ein Erdölderivat. Da braucht man also Erdöl und das Erdöl ist nachher da drin. Ein rechter Schlag, das Glump geht auseinander und sie können es wegrühren. Man weiss, vernichten kann man es kaum oder nur sehr schwierig. Und das Erdöl, das ist einfach futsch und fertig für immer, nicht wahr? Und da finde ich, sollten wir uns einfach anstrengen, dass wir da ein bisschen andere Lösungen sehen. Ich habe zum Beispiel ein Modell entwickelt, dem in nichts nachsteht. Das wäre einfacher, handlicher, rustikal. Haselstöckchen plus Karton. Die Löcher bringen wir auch an mit einer Nadel im Sackmesser. Wobei, Karton hat also den Vorteil, dass innen irgendetwas von der Fliege liegt. Bleibt also immer kleben oder Zugfähigkeit. Und durch das können Sie das ohne weiteres können Sie das zu einem kleinen Zielspiel erweitern. Das wäre dann das Modell Jungschütz. Treffer können Sie signalisieren. Mit dem Sie sehen, warum das Franzosen dem hier, wenn sie Schwarze treffen, sagen sie ja faire mouche, nicht wahr? es sind nicht alle so treffsicher, aber auch an die habe ich gedacht und habe die Ausführung hier entwickelt. Die bestreicht nun einfach eine bedeutend grössere Fläche aufs Maul, ist auch für grössere Insekten. Wobei, da müsste man also vorsichtig sein mit dem Einsatz auf Glasscheiben. Ich würde sagen, nur von Doppelverglasung an aufwärts. Von Einfachverglasung an abwärts wären die Kartonausführungen vorzuziehen. Jetzt, das sind alles mehr oder weniger statische Sachen, nicht wahr? Für die Fliegen, die sich nicht mehr an einer Wand befinden. Da stehen sie also da und ziehen auf und schlagen zu. Oder sie stehen vor dem Tisch und ziehen auf und hauen eins aufs Konfigläschen. Es gibt aber so und so viele Fliegen, die im Raum herum schwirren. Was kann man gegen die machen? Auch hier habe ich mir etwas eingefallen. Schauen Sie jetzt mal das an. Das ist... so Zeug findet man heute im Brockenhaus. Das liegt dort umeinander, es interessiert sich niemand dafür. Das ist eine ganz patente Fliegenfalle. Ein bisschen mit Honig bestreichen und dann können Sie durch den Raum gehen. Dann schauen, wo Sie eine Fliege finden und zack! Ja. Das ist eine kleine Spezialität von mir, ein Hexenhäuschen, sage ich dem. Das wäre wieder dann für den Einsatz an einer Wand oder einer Scheibe. Wobei doch, es hat auch etwas, Sie müssen sich also vorsichtig anschleichen. Nehmen wir an, ja, wo wollen wir eine Fliege supponieren? Da, sagen wir mal, da, nehmen wir mal an, das wäre die Fliege. Jetzt schleichen Sie sich also an. Oh. Hoppla! Jetzt machen Sie das Klappeli zu. Und jetzt müssen Sie einfach etwa 3 Stunden lang so andrücken. Dann wird die Fliege an Sauerstoffmangel elendig.